Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich habe gestern Abend hart gesündigt, Leute. Also ich habe nicht nur gesündigt, sondern ich habe schwer gesündigt. Ich habe sogar schwer gesündigt. Also mir ist wieder was passiert. Ich will nicht ausholen, aber es ist ja heute 1. März und ich habe gestern schon das Video für heute Morgen gemacht. Das kam dann heute Morgen auch. Da habe ich auch vergessen, dass es natürlich eine Challenge gab oder gibt, eine neue. In den Pass gehen wir gleich rein, aber ich habe gestern über die Webseite wieder zwei Pässe gekauft, nämlich für mich und für Avatar. Nur habe ich mich da irgendwie ein bisschen verklickt, weil wenn man auf Goldpass geht, dann ist unten links das 500 Gem Bundle aktiviert. Also irgendwie bin ich da drauf gekommen, habe da dann eingegeben, ich hätte gerne zwei. Und so habe ich 1000 Gems gestern gekauft, obwohl ich den Leuten immer erzähle, ich kaufe nicht. Naja, was willst du machen, ne? Habe ich halt mal gesündigt, verkehrt gesündigt. Ich war auch ein bisschen sprachlos. Jetzt nicht wegen den 10,78 €, aber trotzdem, dass mir da so passiert ist. Aber egal, ich habe den Pass trotzdem bekommen. Ihr seht, alle Lager sind relativ voll und wir können auch ein bisschen was ausgeben. Man könnte es auch ein bisschen billiger haben, kann das sein. 225.000, ich glaube, das geht billiger, wenn wir erstmal den Goldpass nehmen. Ich hoffe, ihr habt euch den Goldpass auch geholt. Wenn ja, dann vergesst bitte nicht, dass ihr einen Creator-Code eingebt. Bei mir steht im Moment drin der Noobs. Und den habe ich aber schon über die Webseite gestern supportet, glaube ich. Also erstmal den Pass hier aktiviert. Und dann wird es, glaube ich, für alle Beteiligten etwas günstiger, weil man direkt die 1 Gem-Donation hat, den Trainingsboost, den Bilderboost, den Research-Boost. Okay, der ein oder andere Boost geht mich nichts mehr an, aber einige waren heute Morgen auch enttäuscht. Also ich war auch enttäuscht, nicht weil ich jetzt schon wusste, was hier im Pass kommt, aber dass es hier keinen Heldenskin gibt. Ja, es gibt kein Heldenskin, das ist natürlich ein Drama, keine Frage. Es gibt die Painter-Szenerie und die ist auch sehr schick, wie ich finde. Habe ich ja, glaube ich, heute Morgen auch schon vorgestellt und die gibt es zu erspielen und für alle im Silberpass, das finde ich eigentlich umso besser, gibt es eine Statue. Die Skins gibt es leider, ja, was soll ich sagen, nur im Shop will ich jetzt nicht sagen. Es gibt sie immerhin im Shop, ja. Und es gibt einmal das Skin Bundle, also alle vier auf einmal, deswegen man braucht gar nicht irgendwie liegen oder so. Die Skins sind jetzt sowieso schon geleakt und es gibt jede Woche einen auch einzeln zu kaufen. Das heißt also, jetzt wo es in der Zeit hier den King gibt, gibt es also auch alle anderen, also wird die weiteren drei jeweils einzeln in den Wochen zu erstehen. Ihr braucht also jetzt nicht nur um den Gladiator zum Beispiel zu bekommen, den Royal Champion zu bekommen, braucht ihr jetzt nicht dieses Bundle hier zu kaufen und habt die anderen drei dann auch, wenn ihr sie nicht nutzt, sondern ihr müsst einfach nur warten, bis es die hier auch einzeln gibt. Die anderen Pakete sind natürlich auch wieder entsprechend nett. Und lohnt sich sicherlich, wenn man ein bisschen durchrechnet und einfach sowieso schon genug Gems hat, die man gerade ausgegeben hat. Ah, sehr ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich, muss ich mal so sagen. Was haben wir eigentlich noch? Nico hat den Clan verlassen, okay. Wohin? Ah, nach Deutschland, Ed, okay. Da kann er, glaube ich, auch mitspielen. Ja, da kann er, glaube ich, auch mitspielen, oder? Lass mal gucken. Ja, da kann er mitspielen, da fehlte uns sowieso noch ein, zwei Persönchen. Aber im Clan, ich muss die Werbetrommel hier leider rühren, im Clan Totus Bande fehlen uns auch noch so ein paar. Dann können wir da eine 30er starten, Leute. Wir sind dort 24 von 50. Einer spielt nicht mit. Und das ist da unten wahrscheinlich der Spark. Also Rathaus 8, Rathaus 9, Rathaus 10 wäre perfekt. Wenn ihr noch einen Charakter habt, den ihr frei habt, wo ihr nicht wisst, wohin damit, ab in die Bande hier, Totus Bande. Es gibt den Clan nur einmal, ihr werdet ihn also finden. Ansonsten kann ich die, ja, ich packe die Tag einfach mit unter die Beschreibung. Okay, was gibt es denn noch? Es gibt hier, ich hab tatsächlich was bekommen hier als Spende. Ich glaube, jetzt ist es günstiger, wenn man die Pets macht. Ja, 202 nur noch und eigentlich sogar mit 20% nochmal günstiger, aber ich will ihn ja weitermachen. Es ist mein letzter Pet hier, Frosty. Geht auf die Reise und dann können wir hier sammeln und können dann auch jetzt für die Liga dementsprechend boosten. Den Rest können wir komplett hier in die Mauern reinsetzen erstmal. Alter, 7-4. OMG kann ich nur sagen. OMG, aber es geht recht gut vonstatten oder voran, so will ich das mal sagen, hier mit den Mauern. Also man kommt eigentlich
Ja, jetzt habe ich natürlich den Pass noch nicht so ganz so weit gespielt, dass ich die noch billiger habe. Sie werden ja, glaube ich, noch mal ein ganz kleines Stück billiger, aber immerhin 10% ist ja schon mal ein bisschen was. Dann können wir die Sachen hier auch einsammeln. Boosten brauchen wir im Moment nicht. Und natürlich habe ich es ganz vergessen. Sind wir aber gestern Abend schon drauf gekommen, weil es stand ja gestern schon in den Ankündigungen hier von in den Events. Also es gibt wieder die glorreichen 7 hier. So hat man die, glaube ich, auch mal genannt. Also nur die weiblichen Charaktere hier. Ich nehme aber trotzdem den einen oder anderen Mann mit. Ohne Mann geht es halt nicht. Und es gibt natürlich die Challenge hier. Ich habe mich immer oder überhaupt mal gefragt, warum, wenn ich hier oben drauf klicke auf Train, habe die vielleicht noch gar nicht gemacht. Dann sind wir wieder im Tutorial hier. Jetzt könnte ich natürlich hingehen und könnte sagen, pass mal auf, mach mal einen neuen Archer. Und dann hör mal auf. Nee, der hört nicht auf. Und der geht auch nirgendwo anders hin. Also jetzt normalerweise müsste er jetzt zu den anderen springen. Macht er aber nicht. Das Einfachste ist, Leute, wenn ihr euch das Ganze hier in den Quick Train Button einfach reinpackt. Ich hab hier unten die Event Armee. Die kann man auch kopieren. Share as Link, Share to Clan Chat. So, dann habe ich den einmal kopiert. Event Armee. Also ein bisschen modifiziert natürlich. Um die Truppen ein bisschen ergänzt, aber das ist die komplette Eventarmee. Okay. Der Magier ist da natürlich drin und ich nehme auch alle Helden mit. Ja, ich nehme auch alle Helden mit, aber ich kann die noch nicht trainieren, weil noch Zauber fehlen. Da habe ich mir gedacht, wir nehmen zwei davon, drei davon. Eins, eins, zwei, eins. Und können wir sie jetzt trainieren? Immer noch nicht. Wir müssen noch eine Karre dabei packen, meine Herren. Dann nehmen wir halt eine Karre dabei. Und jetzt können wir die immer noch nicht trainieren, weil wir. Oh, wir haben keine Supermauerbrecher. Okay. Wir haben noch keine Supermauerbrecher. Die booste ich aber. Ah, die kann. Ach komm. Wir boosten die. Wir boosten die. Wir haben es ja. Das stimmt eigentlich gar nicht. Und wenn, dann kaufe ich halt Dunkles nach. So. Jetzt kann ich die immer noch nicht trainen. Warum nicht? Ach, nicht genug in Training. Q. Ach so. Oh. Okay. Weil ich die gerade trainiere, ne? Sag mal. Okay, Toto. Aufwachen. Ja, alles klar. Es ist früh am Morgen. Da kann ich noch nicht wach sein, Leute. Also so könnt ihr es machen. So könnt ihr auf jeden Fall das Event ganz gut spielen. Und ich denke mal, 70 Gems und jeweils die netten Tränke hier kann man in jedem Fall mitnehmen. Es ist jeweils pro Sache einmal ein Trank drin, beziehungsweise zwei Trainingstränke dann. Und ich denke mal, das kann man spielen. 10 Angriffe, die sind auch eigentlich relativ fix gemacht. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass du hier oben auch zwei Boost-Tränke bekommst. Wenn du jetzt selber sagst, okay, dann booste ich das mal eben, das Event, dann ist das auch ratzifatzi gespielt. Es ist natürlich die neue Saison. Wir haben Clan War Liga. Ich starte heute Abend während des Midclash in allen Clans die Liga. Also irgendwo so abends. Und da sollten wir eigentlich dann auch so ziemlich voll sein. Und es gibt natürlich den oder diese Herausforderung hier. Die habe ich auch schon einmal geschafft heute Morgen. Mit einem anderen Charakter habe ich die erstmal gepackt. Ich habe mir natürlich das Tutorial bei den anderen angeguckt. Das muss man jetzt. Letztendlich muss man es nur nachspielen. Ja, letztendlich muss man es nur nachspielen. Weil es auch gar nicht mal so schwer ist jetzt. Obwohl ich finde, wie soll ich sagen, so leicht ist es jetzt aber auch nicht. Ja, dass man jetzt sagen kann, okay, ich mache das mal eben fix. Ja. So leicht ist es dann auch nicht. Und sondern man muss schon so ein bisschen gucken und so hier und da ein bisschen warten auf das ein oder andere. So, jetzt habe ich nämlich keine Ballons mehr über. Und mein King, oh, der geht aber noch ganz gut. Der hat natürlich jetzt getankt wie Otto da. Hat jetzt auch nicht mehr so viele Trefferpunkte, das macht aber nichts. Denn wir müssen jetzt ein bisschen die Clanburg abwarten hier. Da kommt aber gleich noch eine Walküre mit raus, aber die Hexe ist auf jeden Fall Ort der Begierde. Dann nehmen wir hier 1, 2, 3 Raketenballons und können eigentlich hier hinten schon so ein bisschen starten. Können ruhig die Kobolde hier nehmen, dass die ein bisschen was mit wegmachen. Nehmen hier hinten noch einen Drachen. 1, 2 mit drin hier. Noch einen. Und dann geht es hier
geht's hier rein. Wir können den Felsenwerfer mitnehmen hier und wuten hier jetzt durch. Also irgendwie so habe ich das geschafft, was man auf jeden Fall machen sollte. Ihr solltet auf jeden Fall hier hinten den Feger immer schön durchfriesen. Skelettzauber hier für den einen Inferno. Und dran denken, dass ihr den rechtzeitig friest, dass es hier auf jeden Fall durchgeht. Oh, ich habe da hinten Lager vergessen, okay. Und jetzt habe ich den Feger vergessen zu friesen, ja toll. Jetzt habe ich den Feger da vergessen, aber jetzt nehmen wir den nochmal rein. Das ist auch immer ein X-Bogen und dann ist das eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Tatsächlich, ich habe mir das erste Tutorial genommen. Ich glaube, es war heute Morgen von Fred oder von Itzo, weiß ich gar nicht. Aber wenn man es nachspielt, ich glaube, es wird jetzt ein Time-Fail, weil ich halt hier unten das Lager vergessen habe. Da muss man dann drauf gucken, dass man da auch startet. Aber Luftabwehr ist weg, hier sind halt eine ganze Menge Fallen, da muss man die vorher ein bisschen auslösen, also kein Hexenwerk hier. Die Challenge, ich bin mal gespannt, die anderen Challenges, ihr habt ja mitbekommen, dass es jetzt pro Woche auch eine Challenge gibt. Was ich so ein bisschen vermisse, ich habe es vielleicht auch verkannt, ich habe gedacht, man kann hier irgendwo in-game den Kalender aufklappen oder aufklicken. Kann man aber gar nicht und... das war wahrscheinlich ein Fehler von mir. Die Drachen brauchen eigentlich immer von A nach B, also von einer Ecke 12 Uhr nach 3 Uhr 20 Sekunden circa. Mal sehen, ob wir die jetzt auch noch schaffen. Hier, die Elektrodrachen sind ein kleines Stück schneller, aber die Drachen kommen ran. Wer wird das Rennen machen? Die altersschwachen Drachen, die es schon seit fast Beginn des Spiels gibt, oder die Elektrodrachen, die hier relativ neu im Spiel sind, also die es erst seit Rathaus Level 11 gibt, aber Toto gibt alles. Geschafft. Okay, also ganz easy peasy und ihr müsst das Lager halt nur mitnehmen, dann wird es auch kein Time-Fail. Also so geht's und jetzt habe ich wenigstens nichts vergessen, aber ich habe wirklich irgendwo gedacht, dass es hier irgendwo hier diesen Kalender gibt. Jetzt muss ich mir den ausdrucken und an der Wand hängen oder hier in meinem Windows als Hintergrundbild, weiß ich nicht. Habe ich wirklich naiv gedacht oder aber Leute, ich habe ihn nur noch nicht gefunden. Kann auch sein. Wenn ihr den englischen Client habt, hier gibt es wieder die New Account Protection. Also hier wird nochmal darauf hingewiesen und nochmal erklärt, wie ihr euren Account zusätzlich schützen könnt. Und mein Account hier ist, glaube ich, zusätzlich geschützt. Meiner ist zusätzlich geschützt, glaube ich. Irgendwo konnte man das sehen. Ich glaube, wenn ich jetzt auf Zahnrädchen klicke. Also ich habe das schon gemacht. Ich habe mir auch die Codes, die man generiert bekommt, weggeschrieben, also ist auch kein Hexenwerk an der Stelle, macht das einfach durch, das ist ein kleiner Wizard und dann habt ihr euren Account nochmal zusätzlich geschützt, falls er euch irgendwie abhanden kommt. Okay, große Sünde, aber kleine Auswirkung, 1000 Gems mehr, Leute. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare unten schreiben, was soll ich mit den 1000 Gems machen. Ich will sie natürlich gerne ausgeben. Für was, das weiß ich halt noch nicht. Ich hab mir eigentlich jetzt tatsächlich ein bisschen vorgestellt, okay, ich habe jetzt 1000 Gems. Jetzt jammen wir den Pass um die 1000 Gems einfach durch. Dann bin ich wieder auf dem alten Stand. Oder wir sparen sie halt für die 1 Game Donation oder was auch immer. Mal sehen. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst meinen Daumen nach oben da, abonnieren, nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich bedanke mich und verabschiede mich. Bis heute Abend, euer Toto. Clasht.